zeige, dass die Lorentzkraft die rechteckige Leiterschleife zum Drehen um diese Achse A bringt. Die Lorentzkraft ist definiert durch dieses Vektorprodukt. Ihre Stärke wird berechnet durch dieses Produkt und ihren Richtungssinn kann man durch die Regel der rechten Hand oder durch die Regel des Korkenziehers bestimmen. Wir schauen zuerst diese zwei vertikale Stücke des Leiters. Das Magnetfeld ist von Norden nach Süden gerichtet, also der Vektor B ist vertikal nach unten gerichtet. Die technische Stromrichtung in diesen beiden Leiterstücken ist vertikal nach oben gerichtet, denn die technische Stromrichtung ist ja immer vom Pluspol zum Minuspol hin. Und das ist auch der Richtungssinn des Vektors Q mal V. Die zwei Vektoren B und Q mal V bilden also den Winkel 180 Grad. Und der Sinus von 180 Grad ist 0. Also ist die Stärke der Lorentzkraft 0 und der einzige Vektor mit Länge 0, das ist der Nullvektor. Diese Lorentzkraft ist also gleich Nullvektor und demzufolge bringt sie die Leiterschleife nicht zum Drehen. Jetzt analysieren wir das zweite Leiterstück, dieses horizontale Stück. Das Magnetfeld B ist vertikal nach unten gerichtet, von Norden nach Süden. Die technische Stromrichtung in diesem Leiterstück ist so gerichtet und das ist auch der Richtungssinn des Vektors Q mal V. Die Lorentzkraft ist also hier nach links orientiert. Das bedeutet, die Lorentzkraft wirkt auf dieses horizontale Leiterstück nach links und bringt also somit diese Schleife zum Drehen um diese Achse A. So, jetzt das dritte Stück, dieses vertikale Stück. Das Magnetfeld B ist vertikal von oben nach unten gerichtet. Die technische Stromrichtung ist ebenfalls von oben nach unten. Das ist also auch der Richtungssinn des Vektors Q mal V. Die zwei Vektoren B und Q mal V bilden den Winkel 0 Grad und der Sinus von 0 Grad, das ist 0. Also ist die Stärke der Lorentzkraft gleich 0 und deshalb ist der Vektor Lorentzkraft der Nullvektor. Und der Nullvektor bringt diese Schleife nicht zum Drehen. Jetzt das letzte Schleifenstück, dieses horizontale Stück. Das Magnetfeld B ist immer noch vertikal von oben nach unten gerichtet. Die technische Stromrichtung ist so, also so. Und das ist auch der Richtungssinn des Vektors Q mal V. Demzufolge zeigt die Lorentzkraft nach rechts, das heißt, die Lorentzkraft zieht dieses Leiterstück nach rechts. Also auch diese Lorentzkraft bringt die Schleife zum Drehen. Es ist sogar so, dass diese zwei Lorentzkräfte sich gegenseitig stärken, um diese Schleife zum Drehen zu bringen. Und das ist das Grundprinzip der Funktionsweise eines elektrischen Motors, eines Elektromotors.